Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. So, es geht endlich weiter mit dem E46 M3, um euch mal abzuholen, vielleicht für die Leute, die das letzte Video vielleicht nicht gesehen haben. Wir haben jetzt angefangen, den Innenraum zu zerlegen, also die Sitze und die Rückbank sind rausgeflogen. Die Hutablage ist auch raus. Türverkleidungen fliegen auch noch raus. Wir haben nämlich richtig, richtig geile Teile bekommen. Und ich glaube, die gucken wir uns jetzt zusammen mal an. Haltet euch fest. Jetzt wird's richtig geil. Da liegen die guten Stücke. Und zwar haben wir uns für Carbon-Türtafeln für vorne und für hinten entschieden. Bitte schaut euch mal diese krasse Qualität an. Ich hoffe, ihr seht es auf der Kamera gut. Wir machen euch nachher noch ein kleines Produktfilmchen. Wir haben heute zwei Jungs da, die für uns mal ein paar schöne Filmchen drehen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, wir finden da auch zusammen. Die filmen nämlich gerade jetzt schon ein bisschen die Autos draußen ab. Vielleicht lernt er die nachher auch noch kennen. Dann haben wir hier auch die Mittelkonsole, auch aus Carbon. Übrigens ist es alles von der Firma Carbonius, falls euch das was sagt. Den meisten sagt es wahrscheinlich was. Oder kennen die Carbon-Ansaugung von den Jungs? Die haben wir leider nicht. Heute geht es um das gute Stück, was hier drin ist. Und zwar haben wir uns dafür entschieden, dem E46 M3 ein Carbon-Dach zu verpassen. Und in der Zwischenzeit, wenn ich das jetzt auspacke, gibt es für euch jetzt das kleine Produktfilmchen von unseren neuen Jungs. Geil, oder? So schaut das Carbon-Dach aus. Also, ich feiere es jetzt schon. E46 M3, der hat ja ein Schiebedach. Und wir sind jetzt nicht so die Schiebedach-Freunde. Mein einer Kumpel, der sagt schon, weil der ist nämlich Schiebedach-Freund. Der hat schon gesagt, na, wir können da nur. Aber ich möchte das Carbon-Dach. Und ich will es mal, heb es mal für euch hoch. So schaut das Ganze von hinten aus. Ist Vollcarbon. Also, ich bin echt gespannt, wie das Ganze ausschaut, wenn es dann verbaut ist. Ich freue mich schon richtig. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal zusammen am Auto an, was da alles gemacht werden muss, damit unser Carbon-Dach da Platz findet. Was wir auf jeden Fall machen müssen, um das Carbon-Dach einzubauen, beziehungsweise unser altes Dach hier rauszuschmeißen, hier seht ihr unser Schiebedach, es fliegen jetzt, die Frontscheibe fliegt raus und die Heckscheibe fliegt auch raus. Die werden wir dann zusammen mit einem Draht nachher rausmachen. Wie gesagt, den Innenraum haben wir ja zum Glück schon angefangen zu zerlegen. Himmel muss auf jeden Fall noch raus, der ist auch noch drin. Dann werden wir hier oben die Leisten rausklipsen. Und wenn wir, denke ich, so weit sind, werde ich euch nochmal dazu holen und dann werde ich euch zeigen, wie es weitergeht. Was ich euch jetzt noch zeigen wollte, ich mache jetzt mal die Leiste runter. So, na gut, das Dach fliegt eh raus, dann können wir es auch mal kurz hier ablegen. Ist für mich jetzt ein bisschen schwer zu sehen. Auf jeden Fall seht ihr hier die Stelle sein, wo das Dach verschweißt worden ist, die Punkte, die ihr hier seht. Und die werden wir dann aufbohren und dann werden wir an A, B und C Säule sind dann noch so Streben, die das Ganze quasi dann nochmal stabil halten. Und an den Streben, ich weiß es nicht, ich habe noch nie ein Dach von dem E46 M3 runtergebaut. Entweder wird es verklebt sein oder es wird irgendeine andere Dichtmasse vielleicht dazwischen sein. Auf jeden Fall werden wir dann die Dichtmasse oder der Kleber, der vielleicht da drunter ist, vielleicht ist auch nichts drunter, dann vom Dach trennen und wenn es dann soweit ist, werde ich euch dann abholen. Ja, und wir machen jetzt
Wir machen das diesmal in dem Video, wie gesagt, ganz anders. Ich weiß nicht, wo die Jungs gerade sind. Die filmen heute mal alles ein bisschen mit. Wir werden so ein kleines Arbeitspörnchen, also quasi, dass ihr wirklich von jedem Schritt so seht, was wir machen und wie wir das machen. Und ich hoffe, es gefällt euch. Jetzt beginnen wir mal. Den Standpunkt vom Auto zeigen, wie weit wir sind. Also ich habe die Türverkleidungen rausgebaut. Die schauen wir uns auch gleich nochmal an. Ich habe nämlich alles einmal unter der Hebebühne hingelegt, dass wir uns das nachher auf jeden Fall nochmal anschauen können. Dann die ganzen Verkleidungen sind raus, also von der A-Säule. Der Himmel ist raus. Hier hinten ist es jetzt auch schon komplett nackig, wie ihr seht. Die Scheiben sind raus, vorne und hinten. Die gingen eigentlich relativ easy ab, Scheibenheizung und so musste halt alles abgesteckt werden. Ja, so schaut das Ganze aktuell aus. So ist jetzt gerade der Zwischenstand vom Auto. Jetzt geht's an den interessanten Teil. Wir werden jetzt hier anfangen, wie ich euch vorhin dann schon mal gezeigt habe, die Löcher aufzubohren und dann, ich bin selber gespannt, wie es dann da drunter ausschaut, denn ich habe so ein Dach noch nie rausgebohrt. Rausgehoben. Ich weiß jetzt nicht, wie es da unten drunter ausschaut, aber wir nehmen euch mit und sind mal gespannt, wie es weitergeht. Hier wollte ich euch noch mal kurz zeigen, also der Himmel. Unser Himmel fliegt auf jeden Fall weg, weil das Carbondach hat ja auch kein Schiebedach. Also ich weiß nicht, falls jetzt jemand vielleicht noch einen Himmel braucht, aber da seht ihr auch schon, der Stoff löst sich auch schon vom Himmel. Auch ein Problem bei E46 und E36. Also hin. Behalten wir auf jeden Fall, die überziehen wir wie bei meinem E36 auch dann nochmal mit Alcantara. Hier seht ihr auch schon, da hat sich der Stoff auch schon verabschiedet. Ja, da liegen noch die Türverkleidungen. Ansonsten, ja, würde ich sagen, reden wir nicht lange weiter und gehen jetzt endlich mal an den interessanten Teil. Das Dach ist jetzt endlich draußen. Gucken wir uns mal an. Bloß ich stelle mich immer hier so ein bisschen rein. So schaut das Ganze jetzt aus. Das Einzige, was bei uns ein bisschen anders ist, wir haben ja ein Mitschiebedach und bei den Coupés ohne Schiebedach, da habt ihr hier in der Mitte halt, was ich euch glaube am Anfang vom Video gesagt habe, habt ihr hier in der Mitte an der B-Säule halt trotzdem noch die Strebe dran, die halt nochmal Stabilität und dass es sich halt nicht verzieht, ist. Die ist jetzt hier bei unserem Modell mit Schiebedach rausgeflogen. Es kommt aber wieder eine rein, weil wir brauchen ja unsere Stabilität und dass die Karosse schön stabil bleibt. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben hier an den Punkten, die wir vorhin gesehen haben, haben wir gebohrt. Und hier seht ihr auch die Schichten auch nochmal. Hier sind jetzt noch zwei Schichten und die obere Schicht quasi war unser Dach, da haben wir dann einen Keil dazwischen geschoben, haben dann schön geklopft. Ich glaube, das haben wir nicht mitgefilmt. Und dann hat sich das Dach auch schon langsam gehoben. Wir können uns das auch gerne mal anschauen. Das haben wir nämlich hier schon neben, da liegt unser neues Carbondach. Hier ist unser schweres Schiebedach. Und hier haben wir unsere Haut. Hier seht ihr auch noch, wo wir das hochgebogen haben. Also Gewichtsunterschied, ich weiß es jetzt nicht, weil wir haben keine Waage, aber bestimmt locker 7-8 Kilo würde ich jetzt spontan schätzen. Was würdest du sagen?
Wie viel Kilo sind der Unterschied? Ja, ich habe auch gesagt, wir müssen es wahrscheinlich wiegen. Ja. Du kannst es gerne mal hochheben und auch die Schiebedachkassette, das ist beides sackschwer. Es ist schon schwer. Also alleine ist schon schwierig. So, wie geht es weiter? Also, wir werden jetzt auf jeden Fall dann die Strebe noch bestellen. Die wird ganz normal eingespeist und danach kommt das Dach wieder drauf. Ich wollte euch jetzt trotzdem vorher noch mal zeigen, wie es mit Carbondach ausschaut. Ich habe heute... Und die Jungs haben vorhin schon gesagt, als sie nämlich da drinnen saßen und ich den Himmel ausgebaut habe, hat der Herr Max hat dann gesagt, Lisa, lass mal heute die Drecksarbeit machen, darauf habe ich nämlich keinen Bock. So hast du es gesagt. So hast du es gesagt. Doch, so hast du es gesagt. Ich, ja, das muss jetzt Lisa aber auch bestätigen, ich habe schon viel Drecksarbeit gemacht. Ihr habt aber vorhin, als er drinnen saß, hast du gesagt... Das war ja nur Spaß. Ja, der Azubi muss auch mal leiden, ne? Wenn der Azubi nicht leidet, dann... Naja, kommen wir auf jeden Fall zum Carbondach. Also ich finde, es macht auf jeden Fall richtig was her. Sieht optisch viel, viel besser aus. Ich meine, ja, ist wieder Geschmackssache. Die einen mögen Schiebedach, die anderen mögen das Dach ganz normal, kein Carbon. Ich feiere das, so wie es jetzt ausschaut. Ich bin auch schon ganz gespannt, wie es dann ausschaut, wenn es fertig ist. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns später wieder. Es geht weiter. So, unser Spriegel... Gut, das wird nichts. Unser Spriegel ist angekommen und den müssen wir nachher einschweißen. Wir werden euch auf jeden Fall wieder mitnehmen. Der wird genau direkt hier an der B-Säule, da wo er bei den Modellen, die kein Schiebedach haben, normalerweise auch sitzt. Bei den Modellen mit Schiebedach ist er leider direkt, wenn er mal kurz rüber guckt zum Dach, ist er direkt hinterm Schiebedach. Oh, das hält schon von alleine. Ich glaube, braucht man gar nicht einschweißen. Fertig! Nee. Hier seht ihr es ja, beim den Modellen mit Schiebedach ist unsere Stützstrebe direkt hier mit drin im Dach und wir werden die jetzt dann nachher einschweißen. Ich weiß gar nicht, darf ich auch schweißen oder? Ja, ist ja dein Auto. So, was wir auf jeden Fall auch noch machen werden. Ist. Ihr seht ja jetzt hier überall ist noch Kit und Klebstoff, den werden wir auf jeden Fall entfernen, werden das alles schön vorbereiten. Und wie ihr hier sehen könnt, hier haben wir an manchen Stellen ein bisschen zu tief gebohrt, da hat sich das Blech gelöst. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Seht ihr das hier so? Da, ja. Und das werden wir auch wieder zusammenschweißen. Ich weiß jetzt nicht, ob das gemacht werden muss, weil theoretisch kommt ja dann auch noch die Scheibe drauf, aber so fürs Gewissen und einfach, weil es schöner ist und weil wir das einfach so machen wollen, machen wir das. Ja, ich würde sagen, wir entfernen jetzt mal den Kit, bereiten soweit dann alles vor und dann geht's zum Schweißen. So, weiter geht's. Wir kleben heute das Dach ein. Wir haben zwei Komponenten Kleber extra für Carbon uns besorgt. Und den haben wir sogar von BMW bekommen. So, so schaut das Ganze jetzt aus. Hier vorne fangen wir jetzt noch ein bisschen an, das anzuschleifen. Und dann geht's eigentlich direkt los, Kleber auftragen. Und dann müssen wir das Dach, vorher müssen wir das Dach noch ausrichten, dass wir auch wirklich perfekt draufkleben. Nicht, dass es nachher auf dem Schieb draufhängt oder komplett... Wäre es aber natürlich nicht. Und jetzt würde ich sagen, machen wir den Rest noch und dann kleben wir das Dach zusammen drauf. Das Dach ist endlich drin, endlich ist es soweit. Der Kleber muss jetzt noch
24 Stunden aushärten, solange darf das Auto nicht bewegt werden, keine Türen dürfen geöffnet werden, es darf nicht auf die Hebebühne, es darf gar nichts mit dem Auto gemacht werden. Schaut euch das doch mal bitte an, wie geil das jetzt schon ausschaut, oder? Und, was ich auch noch vergessen habe, der muss auch noch bei Raumtemperatur, also den können wir jetzt nicht rausstellen. Draußen ist es nämlich zu kalt, der muss jetzt bei Raumtemperatur, muss der Kleber aushärten. Aber ich finde, es schaut jetzt schon ultra sexy aus, also ich bin schon sehr begeistert, wenn die Scheiben drin sind, schaut es bestimmt ultra geil aus. Also ich freue mich schon, wenn das Auto dann fertig, halbwegs fertig dann wieder dasteht. Ich meine, wird ja noch viel am E46 passieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir haben diesmal ja über mehrere Wochen gefilmt, damit ihr ein komplettes Video seht. Ja. Und lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Sehen wir uns. Ich habe wieder voll den Sprachmeter. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video und dann würde ich mich hier verabschieden. Macht's gut. Bis dann.